12 Jugendliche aus dem 2. und 20. Bezirk haben sich im Zuge der Planung einer Israel-Reise mit der jüdischen Kultur und Geschichte in ihrem direkten Umfeld auseinandergesetzt. Um dieses Thema mit den Jugendlichen aufzuarbeiten, haben wir gemeinsam im 1. und 2. Bezirk Wiens ein Filmprojekt durchgeführt. Dabei wurden Eindrücke von bedeutenden jüdischen Plätzen gesammelt, als auch die teilnehmenden Jugendlichen befragt, wie sie zu diesem Thema stehen. Mit Hilfe eines Rundgangs durch das Dorf konnten sie ihr Wissen über die Geschichte der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und des Widerstandes gegen das Nazi-Regime in Österreich vertiefen. Hallo, herzlich willkommen noch einmal alle hier im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Mein Name ist Wolfgang Schellenbacher. Ich werde ein bisschen hier was über die Ausstellung jetzt sagen, ein bisschen durchführen kurz. Ich werde es versuchen, halbwegs kurz zu halten. Vielleicht nur ein paar Worte, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir sind hier im alten Rathaus der Stadt Wien. Wir sind dann eben auch in den Räumlichkeiten des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Es ist eine Stiftung, die gemeinsam von der Republik Österreich, der Stadt Wien und dem Verein Dokumentationsarchiv getragen wird. Das Dokumentationsarchiv wurde am 11. Februar 1963 mit finanzieller Unterstützung des Bundesverbandes österreichischer Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus einer 1948 gegründeten überparteilichen Organisation gegründet. Das DÖF sammelt und archiviert Informationen und Gegenstände zum Widerstand, der Verfolgung, des Holocaust und der Exile während der Zeit des Nationalsozialismus, NS-Verbrechen als auch Rechtsextremismus in Österreich und Deutschland nach 1945. Ein weiterer wichtiger Auftrag des DÖF ist die Aufklärungs- und Informationsarbeit, insbesondere für Jugendliche und Schülerinnen und Schüler. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie vielen Bildungsinstitutionen werden Aktivitäten wie Erstellung von Lehrmaterialien, Zeitzeugengespräche, Veranstaltungen, Schülerwettbewerbe und Ausstellungen durchgeführt. Zum Abschluss der Führung haben wir Magister Wolfgang Schellenbacher gefragt, wie er über die Bedeutung der damaligen Ereignisse im Zusammenhang mit der heutigen Situation denkt. Ich denke, warum man sowas als Institut macht oder auch als Land macht, ist einfach mal natürlich, weil das die eigene Geschichte ist, weil das Teil unserer Identität auch ist und weil man hoffentlich auch was daraus lernen und sehen kann. Ja, also lernen kann, was ist damals passiert. Geschichte wiederholt sich nie, aber Aspekte sind immer gleich. Wir haben von der Flüchtlingsproblematik damals geredet, dass Länder niemanden mehr aufgenommen haben. Auch die Argumentationslinien sind ganz ähnliche zu heute. Also ich denke, man muss immer sagen, es gibt so viel, was wirklich eine große Ähnlichkeit hat. Man soll es nicht gleichsetzen, das ist immer was ganz was anderes, aber man soll vergleichen. Ja, man soll vergleichen und daraus seine Schlüsse ziehen. Nach diesem ergreifenden und berührenden Rundgang haben wir uns zwei bedeutende Plätze im 1. Bezirk gewählt, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern. Was nimmst du für dich von der Führung mit? Also das Wichtigste, was ich mir jetzt mitnehmen konnte, ist, dass du auf jeden Fall gar keinen ausgrenzen solltest, egal woher er kommt, was seine Hintergründe sind. Und es lässt sich auch gut verbinden mit der Flüchtlingslage, die wir zum Beispiel haben, weil das ist quasi das dritte Mal, wo eine sehr große Masse von Menschen einfach ausgegrenzt werden. Zum Beispiel hatten wir das mit den Afroamerikanern, dann kamen die Juden und jetzt sind wir schon bei den Flüchtlingen angelangt. Und ich finde, das darf halt und soll einfach nicht sein, dass jeder akzeptiert werden soll, wie er ist. Punkt. Meiner Meinung nach sollte kein Mensch diskriminiert werden wegen seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion, weil schlussendlich sind wir Menschen alle gleich. Und ich wünsche mir, dass sowas nie wieder vorkommt, was im Zweiten Weltkrieg vorgekommen ist. Keine Menschen ausgrenzen eben.
und gut mit anderen Menschen sein, egal woher sie kommen oder welche Religion sie haben. Wir wollen nicht schon wieder so ein Massaker wie in der Hitlerzeit, also seid artig. Nachdem wir den ersten Bezirk und das Dorf besucht hatten, machten wir mit Hilfe eines Fremdenführers einen Spaziergang durch den jüdischen Teil Wiens. Der zwischen dem Donaukanal und der Donau gelegene zweite Bezirk, die Leopoldstadt, war einst Zentrum jüdischen Lebens in Wien. Eine Vielfalt von sozialen und gesellschaftlichen Einrichtungen prägte diesen Bezirk. Die prächtigsten Tempel befanden sich hier ebenso wie die bescheidenen Bethäuser. Könntest du erzählen oder erläutern, wo wir uns hier befinden? Das kann ich gerne machen. Wir befinden uns hier an der Stelle, wo wir die größte Synagoge von Wien gehabt haben, und zwar den Leopoldstädter Tempel. Das Interessante war, dieser Tempel hat Platz für 4000 Menschen gehabt, also Sitzplätze, Stehplätze zusammengerechnet. Und zu diesem Zeitpunkt gab es mal gerade 2500 Juden in Wien. Ja, also man hat schon vorausgeplant, man hat schon gewusst, dass sich die Gemeinde doch extrem vergrößern wird. Ja, dieser Tempel wurde dann angezündet in dieser brutalen Reichspogromnacht und ist dann niedergebrannt. Und was ist die älteste noch erhaltene Synagoge in Wien? Die älteste noch erhaltene Synagoge in Wien, das ist der Stadttempel in der Seitenstättengasse. Der stammt aus dem Jahre 1825-26. Welche Rolle spielte der zweite Bezirk für die Juden? Ja, der zweite Wiener Gemeindebezirk war eigentlich der Bezirk, wo sich die meisten Juden niedergelassen haben. Bis 1938 waren 45% der Einwohner der Leopoldstadt, also des zweiten Bezirkes, Juden. Was bedeuten diese Steine? Das sind sogenannte Steine der Erinnerung. Es gab vor elf Jahren ist jetzt schon her, da wurde der Verein gegründet, Steine der Erinnerung. Und zwar wollte man damit bewirken, dass die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Von den Wiener Juden haben ungefähr 135.000 Zuflucht im Ausland gefunden. 65.000 Juden wurden in den Konzentrationslagern getötet, ermordet. Und die haben keine Gräber. Ja? Und für viele Verwandte, die dann eben noch vorher flüchten konnten, das ist natürlich schmerzlich, dass man kann nicht auf die Gräber, um zu beten. Es gibt nichts. Ja? Und deshalb hat der Verein Steine der Erinnerung die Möglichkeit geboten, dass man Gedenktafeln für die Ermordeten setzt. Und sind hier an der Praterstraße Ecke Nestreuplatz. Und was hat das eine Verbindung mit den Juden? Zum Beispiel der Nestreuhof. Dieses Gebäude wurde von einem jüdischen Architekten gebaut. Ah, okay. Also ein jüdisches Theater, ein sehr fortschrittliches Theater. Es gab viele Theater hier auch auf der Praterstraße. Also die Praterstraße war früher ein kleiner Broadway. Ja. Und es waren natürlich auch sehr viele jüdische Schauspieler hier tätig, jüdische Regisseure und so weiter. 1938 wurde zunächst einmal das Haus konfisziert, arisiert nannte man das damals, und es ist heute noch im Besitz der Ariseure. Und dann wurde das Theater geschlossen. Nach dem Krieg war dort eine Tischlerei, danach war ein Supermarkt hier, und vor
elf Jahren hat man hier wieder ein kleines Theater eingebaut mit einem hebräischen Namen, Amakom. Amakom heißt der Ort, der Platz. Die Shoah hat die jüdische Welt brutal ausgelöscht. Neues jüdisches Leben ist wieder eingezogen, was man am deutlichsten im Gebiet zwischen der Hollandstraße und der Tempelgasse sieht. Dabei folgten wir dem durch Gedenktafel markierten Weg der Erinnerung. Viele berühmte jüdische Komponisten und Komponistinnen, Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lebten in dem zweiten Bezirk. Sigmund Freud verbrachte hier seine Jugend und Arnold Schönberg wurde hier geboren. Das weiße Gebäude, Walter, wenn du erklären könntest? Das war früher eine Schule, ein Gymnasium. Und auf dieser Schule hat Sigmund Freud seine Matura gemacht. Seit wenigen Jahren ist jüdisches Alltagsleben aber wieder im Straßenbild Wiens zu sehen. Es gibt im zweiten Bezirk jüdische Schulen und eine reichhaltige jüdische Infrastruktur. Zum Abschluss haben wir in einem jüdischen Restaurant gegessen und die Jugendlichen gefragt, welche Eindrücke der Spaziergang durch den zweiten Bezirk bei ihnen hinterlassen hat. Um diesem ganzen Rundgang hier einen wundervollen Abschluss zu geben, befinden wir uns alle in einem jüdischen Restaurant und warten alle schon gierig auf unser Essen. Doch davor wollen wir natürlich eines wissen, nämlich wir wollen eine Reflexion haben. Und da hätte ich ein sehr gutes Beispiel bei mir, nämlich Martin, studierst ja selbst Geschichte, also wie fandest du es? Gab es sehr viele Informationen, die du kriegen konntest? Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Führung und ich habe selber sehr viel erfahren über die Geschichte der Juden, eben auch über die Geschichte vom zweiten Bezirk und eben auch allgemein über jüdische Gebäude, die früher hier existiert haben, die es heutzutage leider nicht mehr gibt, und ich habe es auf jeden Fall sehr ausführlich und interessant gefunden. Ich fand es sehr informativ und es hat echt viel Spaß gemacht, irgendwie zu wissen, wie die Juden alles erlebt haben und das Ganze. Und wie hat es dir gefallen? Mir hat es auch sehr gut gefallen. Es war wirklich sehr interessant. Und ich fand es vor allem spannend, die Geschichte hinter den verschiedenen Gebäuden, an denen wir jeden Tag vorbeigehen, zu erfahren. Und zum Beispiel, wie diese eine Synagoge, die sich hinter diesem unscheinbaren Gebäude verbirgt. Das fand ich auch wirklich sehr interessant zu wissen, dass da in Wirklichkeit eine Synagoge ist. Ja. Dankeschön an alle nochmal. Im Sommer 2016 kamen Jugendliche aus Israel nach Österreich, um das Land kennenzulernen. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Südtirol, Tirol und Wien. Nach all deiner Erfahrung in den letzten 10 Tagen, du hast Jugendliche aus anderen Ländern, anderen Kulturen getroffen, ihr habt gemeinsam sehr viel erlebt. Ihr wart auch gemeinsam als eine Gruppe in Mauthausen, Juden sowie Österreicher und Araber. Was würdest du den anderen Jugendlichen sagen wollen? Ich würde den anderen Jugendlichen gerne sagen, dass es für Freundschaft eigentlich keine Herkunft gibt, keine Religion, keine Kultur, keinen Brauch, sondern einfach ein vereinendes Band, die Jugend selbst. Und einfach offen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht sich durch Vorurteile und anderen Stimmen beeinflussen lassen und selbst die Erfahrung zu machen. Und nicht Angst davor haben, andere Kulturen kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und versuchen, ihr Leben oder wie sie das Leben bis jetzt erfahren haben, kennenzulernen. Und nicht Angst, ja. Ja, ich kann mich eigentlich da auch noch wirklich anschließen. Ich fand es sehr interessant, neue Leute kennenzulernen. Vor allem auch mit jüdischen Leuten nach Mauthausen zu fahren, war wirklich interessant. Auch in die Synagoge und zu gehen, in die Moschee und eben auch die anderen Religionen kennenzulernen. After all your experiences in the last 10 days, you met other people at your age from other countries, other cultures, and you experienced a lot together. You've been in Mauthausen also. What message do you want to leave for other youngsters? Hi. I think you should want to try and meet other cultures because it's super interesting and you find out like a lot of whole new information about the lifestyles of other kids, and it's super interesting and super open-minded, like makes your mind open and
in blank. First, hola. And it was my best experience in my life. And now I had a beautiful friend. I love them all. And it's beautiful.